Das heutige Gala-Konzert steht damit wieder ganz im Zeichen einer Partnerschaft. Waren es beim vorigen Gala-Konzert Gäste von weit her aus Moskau, so haben die Gäste, die wir heute hier begrüßen, eine weitaus kürzere Anreise hinter sich. Das hat auch seine Vorteile, so können die Kontakte häufiger und intensiver stattfinden. Doch ob nah oder fern, eins bleibt immer gleich. Und das ist die Offenheit, mit der, liebe Eltern, Sie die Gäste empfangen, unterbringen, beherbergen, mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen an den Tagen, an denen unsere Gäste eben uns besuchen. Und dafür möchte ich Ihnen hier ganz herzlich danken. Einmal ist der Bachpreis hier in Berchtesgaden, glaube ich, ein ganz wesentliches Element im gesellschaftlichen Leben der Stadt Berchtesgaden. Auf der einen Seite ist es so, dass die musikalischen Darbietungen des Bachpreises regelmäßig einen Höhepunkt im musisch-kulturellen Bereich der Stadt Berchtesgaden darstellen. Und auf der anderen Seite übernimmt der Bachpreis eine ganz wesentliche repräsentative Funktion. Denn er repräsentiert in ganz außerordentlicher Art und Weise die Stadt Berchtesgaden, sowohl hier innerhalb der Stadt als auch im Kreis, innerhalb des Landes, als auch natürlich über das Land hinaus, im außereuropäischen Ausland oder im europäischen Ausland. Zuletzt, Sie haben es alle mitbekommen oder Sie wissen es, fand ja vor 3 Monaten eine Reise statt nach Paraguay. Und ich habe mir sagen lassen, diese Reisen ins Ausland, die sind schon ja, ein Stück weit legendär. Denn auch dort tut die Musik ihr Übriges. Sie trägt dazu bei zur Charakterbildung der jungen Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Menschen dort fremde Kulturen kennenlernen, dass sie Freundschaften schließen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Funktion.